Grüß euch und herzlich willkommen zu meiner Weihnachtsbäckerei. Heute mache ich was aus den Küchenschätzen aus dem Jahr 2019. Da bin ich doch noch lange nicht fertig mit den ganzen Plätzchenrezepten zu rausmachen. Und zwar heißen die jetzt da Ischlerkrapfen. Ich nenne es jetzt einfach nur Mokkakrapfen. Da kommt also eine Mokkabohne vorn drauf. Oder obendrauf, besser gesagt. Ich kann mich nur erinnern, meine Mama hat immer oder öfters einmal also eine Torte gemacht, also mit Kaffeegeschmack. Und da haben so Tupferl aufgekommen und auch diese Mokkabohne ist da draufgekommen. Und die gibt es nicht bei den Süßigkeiten zum Kaufen, sondern die gibt es wirklich bei den Backwarensachen zum Kaufen. Jetzt schauen wir mal, ob ich es auch so hinbringe, als wird die Frau. Und zwar die Christine Mayhöfer aus Schönhofen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Für die Mokkakrapfen braucht man folgende Zutaten: 140 Gramm Butter, 70 Gramm feinsten Backzucker, ein Eigelb, 70 Gramm geriebene Mandeln, 200 Gramm Mehl. Das war das für den Teig. In die Füllung kommt 80 Gramm Margarine, 100 Gramm Puderzucker, 1 Teelöffel Espresso. Und den Guss machen wir mit 100 Gramm Puderzucker, 4 Esslöffel kalten Espresso und Schokomokka-Bohnen kommen oben drauf. Wir fangen damit an, dass wir die Butter, die ist jetzt ein bisschen weicher schon, in eine Rührschüssel geben. Und das rühren wir jetzt ein bisschen schaumig, das heißt, bis es so Spitzen gibt. Das schaut jetzt schon so aus. Dann geben wir einen Zucker dazu. Und das Eigelb kommt auch dazu. Das rühre ich nochmal schön durch, dass es ein bisschen so eine Art Schaummasse gibt. Nun habe ich den Schneebesen gegen einen Rührhaken ausgetauscht. Und jetzt gebe ich das Mehl und die Mandeln dazu. Seltsamerweise kommt jetzt da diesmal keine Prise Salz rein. So ist machen oder nicht? Okay, ich habe mich jetzt selber dazu überredet. Ich gebe jetzt eine kleine Prise Salz rein, denn ich mag das immer gern, wenn im Hintergrund ein bisschen Salz ist, komischerweise. Das knete ich jetzt kurz unter. Das ist jetzt ein bisschen also eine bröselige Sache. Das arbeite ich jetzt schnell mit der Hand zusammen, knete es ein bisschen und forme es zu einer Kugel. Und diese Kugel wickle ich jetzt in eine Frischhaltefolie und gebe es für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und jetzt probiere ich noch was aus. Die Cornelia hat mir geschrieben, dass man, wenn man um den Nudelwolger eine Strumpfhose spannt, nicht mehr so mehlen müsste von oben her. Da bleibt nichts mehr kleben. Und das möchte ich jetzt schauen, ob das funktioniert. Ich habe jetzt da ganz neue Feinkniestrümpfe gekauft, denn alles andere da die ekelig finden. Den Strumpf ziehe ich jetzt da mal drüber. Jetzt kann ich aber nicht so rollen, weil da, ja, doch, das geht auch. Ich probiere es jetzt einfach dann so aus, ob das so geht zum Rollen auch. Okay, bis dann. Und jetzt geht's los. Jetzt tue ich zuerst für unten ein Mehl hin. Dann gebe ich oben den Teig drauf. Und nun versuche ich, das auszurollen. Seht ihr das? Es bleibt nichts dran, der bleibt eine Bicke. Also liebe Cornelia, das glaube ich ist eine gute Idee. Also das rolle ich jetzt so aus, so vielleicht 2-3 mm dick wieder. Den Ofen habe ich vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Und jetzt stiche ich so kleine Plätzchen aus. Ich habe jetzt ein Blech voll ausgestochen
Und seht ihr, wie schön das die sind ohne Mehl obendroben? Herzlichen Dank nochmal, liebe Cornelia, für den Tipp. Und die Plätzchen kommen jetzt für 8 bis 10 Minuten, wie gesagt bei 160 Grad Umluft, in den Ofen. Die Plätzchen waren gut 8 Minuten im Rohr und schauen schon ganz schön aus. Bis die Plätzchen abgekühlt sind, kann ich ja schon mal meine Füllung vorbereiten. Da gebe ich die Rahmen in ein hohes Gefäß und mix die mal auf. Jetzt kommt dazu der Puderzucker. Und da die Plätzchen überhaupt nicht süß sind, also der Teig von den Plätzchen, da ist nämlich gar nicht so viel Zucker drin, stört es auch nicht, wenn da ein bisschen mehr Zucker drin ist. Und ein Teelöffelchen kommt von Espresso rein. Die heißen zwar jetzt Mokka-Plätzchen, aber ich hoffe, es wird keiner ausschmecken, dass eigentlich mit Espresso gemacht sind. So, und das mixe ich wieder. Und in 0, nix ist die Creme auch fertig. Die ist schon ganz schön standfest und wenn die dann gekühlt wird mit den Plätzchen, dann passt das auch wirklich. Und nur so kann man es jetzt gut streichen. Zum Füllen nehmen wir ein abgekühltes Plätzchen, ein bisschen von der Creme. Das ist jetzt eher ein bisschen viel. Und das zweite Plätzchen setzen wir da drauf. Immer die Blechseite zur Mitte hin. Das drückt man ein bisschen an. Und dann wartet das Plätzchen auf den Überzug. Der Guss besteht jetzt aus Puderzucker und Espresso. Einmal ein bisschen was rein tun, damit nicht das vielleicht am Anfang schon zu flüssig wird, und gut verrühren. Und da habe ich jetzt vielleicht so 2,5 Löffel voll drinnen und es ist schon flüssig genug. Also mehr braucht nicht Flüssigkeit rein. Und wenn es ein wenig zäher wird, kann man immer noch was nachschütten. Und dann überziehen wir unsere Mokka-Krapferl damit vielleicht auch. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass gleich diese Schokobohne draufkommt, damit die ja nur noch festklebt. Und schaut doch ganz nett aus. Und so schauen sie aus, wenn sie fertig sind. Unsere Mokka-Krapferl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.